Heute testen wir, wie gut die Chicago Bulls bei NBA 2K22 My Team sind. Dafür haben wir die besten Versionen aller Spieler von den Chicago Bulls geholt. Wir haben hier Lonzo Ball, Galaxy Opal, Zach LaVine, Dark Matter, DeMar DeRozan, Galaxy Opal. DeMar DeRozan hat auch einen Out of Position, der ein Rating besser ist, aber der hat einen Schuh auf sich. Und dieser Out of Position ist ein Shooting Guard / Point Guard, glaube ich. Und dieses Team hat sowieso schon so viele Guards. Guckt euch mal die Bank an. Wir haben noch Alex Caruso, Kobe White auf der Bank mit Lonzo Ball und Zach LaVine. Deswegen habe ich mir gedacht, lass uns lieber den DeMar DeRozan nehmen. Und dann haben wir noch Amethyst, Lauri Markkanen, Pink Diamond, Nikola Vucevic off the bench, wie gesagt, Pink Diamond, Alex Caruso, Amethyst, Derrick Jones Jr. und Amethyst, Ayo Tomusu sind die Highlights auf jeden Fall. Und Diamond, Kobe White, aber lass uns mal direkt in die Stats von unseren drei besten Spielern einsteigen, Lonzo Ball, Zach LaVine und DeMar DeRozan. Dieser Lonzo Ball hat 93 Dreier, hat einen Schuh auf sich, 90 Tag aus der Bewegung, 94 Ballhandling, 97 Perimeter Defense, 92 Schnelligkeit, sieht schon sehr stabil aus. Dieser Zach LaVine muss uns auf jeden Fall ein bisschen carryen, glaube ich, 95 Dreier, 98 Tag aus der Bewegung, der sieht schon sehr, sehr stabil aus. Habe ich gar nicht getestet bis jetzt, sage ich euch so, wie es ist. DeMar DeRozan, auch Schuh auf sich, 90 Dreier für DeMar, ist schon geil. 98 Dank aus der Erwägung, auch sehr stabil und sieht auch sehr schnell aus. Und dann würde ich auch sagen, lass uns direkt in ein Unlimited-Spiel einsteigen und gucken, wie gut die Chicago Bulls bei NBA 2K22 My Team sind. Folgt mir gerne auf Instagram, da poste ich alle kostenlosen Codes zu diesem Spiel und abonniert auch gerne diesen YouTube-Kanal kostenlos. Ich poste jeden Tag NBA 2K22 Videos, Spielebewertung, Challenges und so weiter. Okay, mal gucken, welche Mannschaft er hat. Oh mein Gott, Invincible, cool. Das sieht schon mal ganz okay aus. Also nur der Invincible-Spieler ist halt krass und Luka Doncic. Aber dieser Jack Sigma, weiß ich nicht, Buddy. Wir gewinnen ja auch direkt mit dem Tipp. Das bedeutet 2-0 für uns. Ihr kennt den Cheatcode. Der funktioniert immer noch. Was macht der Typ da? Ey, er war sogar frei. Er hatte mich so schon ausgespielt, Digga. Und dann so ein Shaq the Full-Moment. Komm, du kannst drei, ich weiß es. Oh mein Gott, was für ein geiler Start, Digga. Vucevic 5 Punkte, da steht 7-0 für uns. Und ihr habt gesehen, er hat den Winzelbespieler und so. Komm, Vucevic. 8 Sekunden. 8 Sekunden, oh mein Gott. Da hat er noch Glück. Oh mein Gott, ey. Ey, ich wusste so, wie hätte er den Ball dann noch bekommen? Oh mein Gott. Wie er den Pass noch gespielt hat, Digga, das ist krass. Oh, so ein geiler Pick and Fail. Kannst du nicht unseren besten Spieler wide open lassen, Digga. Ich wusste es. Gib mir den. Komm, Lonzo Ball. Den machst du. Let's go. Was für ein geiler Start, Digga. Sehr, sehr geil. Die spielen richtig gut Defense, Chicago Bulls, ne? Bis jetzt. Oh mein Gott, der Typ kann keine Defense spielen. Oh, Zach LaVine. Bitte, bitte, Buddy. Und der war auch nur etwas spät. Oh mein Gott, Junge. Dieser Invincible Quest hat er gerade für einen Wurf gemacht. Komm, Lonzo, dank ihn. Let's go. Dieser Lonzo gefällt mir bis jetzt, Digga. Block ihn. Let's go, Vucevic, Mann. Das ist Invincible. Ist egal, ob du Invincible bist oder nicht. 4, 3. Er macht safe was mit Kawhi. Nein, wir geben ihn nicht. Let's go, Vucevic. Der Typ hat schon 2 Blocks oder so. Also, wir führen ihn mit 4. Ende erstes Viertel. Die Chicago Bulls halten echt mit, Digga. Das ist ein geiles Team bis jetzt, sag ich euch so, wie es ist. Also, er hat das Spiel verlassen. Fragt mich nicht, wieso. Seine Mannschaft war viel besser. Aber, Digga, das sind halt die Chicago Bulls, ne? Auf ins zweite Spiel direkt, würde ich sagen. Okay, mal gucken, wen er hat. Das sieht schon gut aus. Shooting Guard, Point Guard. Ja, ist nicht das krasseste Team, aber auch nicht das schlechteste so. Aber ist schon eher krass als schlecht. Oh, Digga, was macht der Typ da? Wieso spielt er so schlecht Off-Ball, Digga? Kannst du doch nicht bringen bei DeMar. So ein schöner Cut von dem Bre. Oh mein Gott, ey, gib mir Ankle Break. Hör auf, so schlecht Off-Ball zu spielen, Mann. Wenn du schon Off-Ball spielst, dann spielst du gut, so wie ich. Also der ist auf jeden Fall schon viel besser als der andere, sag ich euch so, wie es ist. Aber trotzdem kann er nicht Zach LaVine stoppen. Let's go. Oh mein Gott, Lonzo Ball, so gute Defense auf einen Center. Komm, Lonzo. Zach LaVine, meine ich. Junge, das war kein Foul. Alles klar, 2K. Komm, Lonzo, dank ihn. Let's go. Lonzo gefällt mir richtig gut. Also die drei Stars sind richtig gut bis jetzt. Zach LaVine, DeMar und Lonzo. Oh, ich hasse diese Court. Ich hasse diese Full-Court-Press, ne? Ich schwöre es euch, Digga. Immer, ich mache mindestens 1, 2 dumme Fehler dann, wenn jemand das macht. Pass schnell, komm DeMar, let's go, so easy, wie kannst du nicht wide open lassen, Digga. Einer hat in die Kommentare geschrieben, dass ich jeden Satz Digga sage und das tut mir auch ehrlich leid, aber das ist eine Angewohnheit von mir. Komm Lauri Markkanen, let's go, guck mal, ohne Digga zu sagen, habe ich es geschafft jetzt. Er lässt Zach LaVine wide open, let's go, der war so gut, der war so wichtig. 2 for 1 rausgeholt und schön Lead aufgebaut.
Oh mein Gott, DeMar DeRozan, let's go. Was sind das für Stars, dieses Spiel? Den muss ich nehmen. Der ist viel zu wide open, um den nicht zu nehmen. Dann spekuliere ich einfach auf einen Miss von ihm. Wir führen mit 2 N erstes Viertel und das Star spielen wieder gut und das ist wieder ein knappes Spiel. Das letzte Spiel war ja auch knapp, keine Ahnung wieso der aufgegeben hat, aber ich glaube, das hier wird auch ein knappes Spiel. Und jetzt bringe ich mal Alex Caruso und Derrick Jones Jr. rein. Die können wir auf jeden Fall reinbringen, weil die sind auf dem gleichen Level wie die anderen, wie Lonzo Ball und wie Lauri Markkanen. Ich glaube, Derrick Jones Jr. könnte sogar besser sein als Lauri Markkanen. Guck, komm Buddy, let's go. Direkt am Start unsere beiden neuen Spieler. Oh mein Gott! Junge, Derrick Jones Jr., Mann, was ist das für ein Start von ihm? Komm, mach jetzt den Dreier noch und dann bist du ehrlich, der Goat. Oh mein Gott, Junge, was ist das für ein Spieler? Wieso habe ich ihn nicht reingetan? Komm, jetzt noch Block, Digga. Okay, das wäre ehrlich zu viel verlangt. Komm, Derrick Jones Jr., ich vertraue dir. Ich habe dich verzogen, Derrick Jones Jr. Oh, okay, jetzt erwarte ich zu viel von ihm. Ich wusste es, gib mir den. Komm, DeMar. DeMar, Dreier vielleicht? Oh, wieso hat er den so genommen? Ich wollte den gar nicht so. Egal, ihr seht ihn. Ich sehe ihn auch. Komm. Oh, war das viel zu spät? Was ist der Typ für einen schnellen Jumpshot? Oh mein Gott, voll der Poster. Auf Kobe White war das, glaube ich. Nee, auf Derrick Jones Jr. Ich habe Kobe White ja gar nicht drin. Oh mein Gott, Derrick Jones Jr., let's go. Das war richtig klatsch. Wide open Dreier. Ex Caruso, was hast du für einen Jumpshot, Mann? Der steht halt die ganze Zeit viel zu spät. Ich wirf ganz normal. Also so wie sein Jumpshot halt aussieht. Der sieht richtig verrückt aus. Wie schnell soll ich denn werfen bei ihm? Oh, er wusste es. Ich meinte zu euch, ich mache immer Fehler, wenn jemand das macht. Komm, der muss rein, bitte. Ich brauch den. Ich brauch den. Let's go. Wir sind wieder drin. Der ist nicht. Oh mein Gott. Zach Levine wollte ich schon sagen. Warte, erstmal mache ich den. Let's go! Dieser Vucevic macht so viele Blocks, ne? Und dieser DeMar kann auch ehrlich gut dreien mit dem Schuh. Komm jetzt. Etwas zu spät noch. Let's go! Der Typ hat aber richtig schnell einen Jumpshot, Alex Caruso irgendwie. Komme ich nicht mit klar. 3 Sekunden. Hey, danke. Der Typ hat schon so lange da gechillt. Aber Derrick Jones Jr. ist richtig gut. Guck, er muss ihn faulen. Nein! 2, 1, er muss ihn nehmen, der ist nicht. Let's go. Wir führen mit 6 Punkten zur Halbzeit. Und die zweite Halbzeit war auf jeden Fall viel besser. Und Derrick Jones Jr., Digga, viel, viel besser als Lauri Markkanen. War sehr geile Ideen reinzubringen. Also wir haben jetzt alle Timeouts genutzt und ich bringe wieder Lonzo Ball rein, weil ich kann mit Caruso nicht umgehen, sage ich euch so, wie es ist. Nur Vucevic und DeMar haben wenig Energie, aber sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben alle Timeouts genutzt und dann können wir auch anfangen mit dem dritten Viertel. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich die beste Lineup, weil Derrick Jones Jr. ist auch viel besser als Lauri Markkanen. Guckt euch das an. Der Typ hat safe schon 5 Blocks oder so, Vucevic, ich schwöre. Komm, Buddy. Ich will meinen Bizeps gar nicht zeigen, weil es ist traurig, aber ich musste da kurz. Hey, der Typ hatte schon 2, nein, das war der andere, ne? Auf jeden Fall schon 2 schreckende Fool-Momente in diesem Video. Der ist nicht, gib ihm den auch nicht. Let's go, Vucevic so gut, ne? Komm, Zach Levine, ich brauch den. Zach Levine ist so gut, ne, ich schwöre. Der ist nicht. Ich wusste, dass er denn passt. Let's go. Bitte hol den Rio. Oh mein Gott, Junge. Was hat Richard Jefferson da gemacht, Mann? Was war das für ein ferocious Dank? Oh mein Gott, 46% verteidigt und er geht trotzdem rein. Der Zach Levine ist krank. 4 von 4 Dreier. Ey, Junge. Der Typ hat jeden Dreier einfach getroffen. Wieso lässt der Derrick Jones Jr. so wide open? Ich habe gesehen, dass du Off-Ball-Defense gespielt hast. Der Derrick Jones ist auch richtig gut. Der ist nicht. Das ist Derrick Jones da. Komm, pass zu Derrick. Derrick hat's verdient. Derrick hat's verdient. Derrick, dank ihm. Let's go. Oh mein Gott. Ey, diese Mannschaft ist defensiv so krank. Mach den Dreier. Du hast da... Oh mein Gott. Der war aber so... Dings. Der hat mich so eingeladen, dieser Dreier. Ich musste den einfach nehmen. Ey, wir führen voll stabil, ne? Mit 12 Punkten oder so. Gar nicht realisiert. Wir haben ja, machen ja Behinderten-Run gerade. Guck. 7 Rebounds der Bre schon. Kannst du 5 von 5 machen? Kannst du 5 auf 5 machen? Ja, kannst du. Der Typ ist unstoppable von Dreierlinie, Mann. Oh mein Gott, ey, so krasse Defense gerade. So krasse Defense, Mann. Du kannst gar keinen Punkt mehr machen. Ich schwöre es dir. Oh mein Gott. Wie kann er das stehlen? Der Typ hat schon safe. Nein, gib ihn dir nicht, bitte. Der Typ hat schon... Oh mein Gott. Safe 5 Possessions oder so. Nur von hier stehlen oder irgendwie den Ball bekommen. Das ist doch richtig cheese, Digga.
Und ich habe nicht mal, okay, bei ein paar Sachen habe ich was falsch gemacht, aber nicht bei allen auf jeden Fall. Komm, Lonzo. Ich vertraue dir, Mann. Ich vertraue dir. 6 Punkte, 4 Rebounds. Dafür, dass er dritte Option oder vierte Option ist bei uns, weil Derrick Jones Jr. ist richtig stabil auch. Let's go! Komm, Derrick Jones, noch ein Dreier von dir. Noch ein Dreier von dir. Diese Mannschaft ist so krank. Der ist nicht, der ist niemals. 8 Rebounds, Vucevic. Er dachte, ich nehme den, aber ich nehme den nicht. Er hat seine 9 Rebounds. Auch wenn ich das gar nicht wollte eigentlich. Ey, der Typ geht gleich auf, ich schwöre es euch. Ich habe so das Gefühl. Noch ein Dreier oder so, dann gibt er auf. Und den Dreier bekommt ihr hier zu sehen jetzt. Mit Ansage. Der Typ hat noch gar keinen Dreier verhauen. 6 von 6, ich schwöre es euch. Ehrlich, 6 von 6 Dreier. So krank. Noch ein. Noch ein. Ey, 7 von 7 Dreier. Ehrlich, der Typ wird, glaube ich, gleich aufgeben. Guckt euch das an. 7 von 7 Dreier. Der Typ gibt, glaube ich, gleich auf. Deswegen muss ich euch das zeigen als Beweis. Komm, Vucevic, nimm ihn. Was machst du da? Let's go. 4, 3, 2, 1. Geh rein. Oh, schade. Auf jeden Fall, wir führen sehr, sehr stabil. Sag ich euch so, wie es ist. Guckt euch das an. Quick Maths sind 17 Punkte, glaube ich, aus dem Kopf ganz schnell. Wie gesagt, man hatte keine gute Note gehabt. Viertes Viertel, der Typ wird das Spiel nicht gewinnen. Außer er macht noch einen sehr krassen Run, was ich nicht glaube, weil diese Mannschaft ist defensiv unnormal krank. Was soll der Typ machen? Guckt euch das an. Was für eine Defense von dieser Mannschaft. Das ist so krank. Noch ein Dreier. Noch ein Dreier von dem Dreh. Nein, er hat seinen ersten Dreier verhauen. Egal. Das ist schon krank, was der Typ geleistet hat. Ich schwöre, ich hatte noch nie, glaube ich, so viele Dreier hintereinander ohne einen Miss. Das ist ehrlich krank. Aber da ist er auch schon wieder back. Da ist er auch schon wieder back. Nur ein verhauen und er ist schon wieder back. Zeig's mir. 14 von 21 Dreier, Digga. So krank werfen wir gerade. Der könnte auch rein drin sein. Aber nein, ist er nicht. Natürlich nicht. Der ist drin. Dafür. Yes, sir. Noch ein Dreier. Komm. Ey, Junge, dieser Typ ist so krank von der Dreierlinie, Mann. Wie viele Punkte hat er? 33 Punkte. Oh mein Gott, ey, der Typ, alles hot, das war's. Er ist sogar defensiv richtig krank. Was ist das für eine Maschine? Er weiß aber, dass ich Dreier machen will, ne? Ah, schade, aber dann nehmen wir halt mit DeMar. Oh, egal. Ey, Green Release. Bitte, ja, gib auf. Ja, ich würde auch. Bruder, ich kann nicht verstehen, ehrlich. Ich kann nicht verstehen. Was soll ich euch sagen, Digga? Hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn jemand die ganze Zeit Dreier trifft. Der Typ war so krank, ne? Ich glaube, 36 Punkte, 10 Dreier oder so. Also, der beste Spieler, ihr habt's gesehen, ganz klar für mich, Zach LaVine. Der Typ ist richtig krank. 95 Dreier ist eine Lüge. Ich habe mit Invincible LeBron gespielt. Ich habe mit Invincible Giannis gespielt. Und die hatten viel mehr Dreier. 98 oder 99 Dreier. Und der Typ hat 99 Dreier. Sag ich euch so, wie es ist. So krank, der Bre, ne? 98 Dank aus der Erwägung. Klare Empfehlung. Der kostet auch nur 70.000 für einen Dark Matter. Ist einer der günstigeren Dark Matter. Und ihr könnt auch Point Guard spielen. Wie krank ist es bitte? 6'5 und ihr könnt die Point Guard spielen. Digga, direkt holen, sag ich euch so, wie es ist. Auf dem zweiten Platz würde ich Lonzo Ball, DeMar DeRozan und Derrick Jones Jr. packen. Ich fand, die waren alle auf dem gleichen Level. Lonzo Ball hat so viele Assists verteilt, konnte so gut Defense spielen. DeMar DeRozan war richtig krank von der Dreierlinie, aber ihr müsst bedenken, der hat auch einen Schuh auf sich, dank aus der Wegen konnte er auch richtig gut. Und dieser Derrick Jones Jr., ich habe ihn eingewechselt, der Typ hat direkt seinen Impact reingebracht. 86 Dreier ist auch eine Lüge, er kann richtig gut Dreier werfen, dank aus der Wegen auch richtig stabil und vor allem defensiv, weil richtig, richtig krank. Vucevic auch auf dem Level. Vucevic habe ich vergessen, Digga, der Typ ist auch auf dem Level, wenn nicht sogar besser als alle, die ich gerade erwähnt habe, weil der Typ hat Dreier geworfen, kann rebounden richtig viel, hat 9 Rebounds oder so geholt und ist für diesen Center, für ein Pink Diamond Center unnormal krank. Und alle anderen will ich gar nicht bewerten, weil ich habe nicht genügend mit denen gespielt, sage ich euch so, wie es ist. Alex Caruso kam ich nicht mit seinem Jumpshot klar, aber muss jeder für sich entscheiden. Kobe White hat, glaube ich, gar nicht gespielt und die anderen auch nicht, weil die Mannschaft hat einfach viel zu viel Spaß gemacht, dass ich die auswechseln wollte. Falls dir das Video gefallen hat, like dieses Video gerne, abonniert diesen Kanal kostenlos, weil ich poste jeden Tag NBA 2K22 Videos, Spielerbewertung, Challenges und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein.